Ich habe es jetzt nicht groß durchgerechnet. Wird schon klappen. Wird schon schief gehen. Nee, wird schon schief gehen. Vamos, amigos. Outknock. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Auf geht's. Das ist so eine ewig alte Variante. Dame H5, Kaiser H6. Ne, ich muss erstmal jetzt hier irgendwas schlagen, oder? Den? Das habe ich vor langer Zeit das letzte Mal angeschaut. So. Dame D5. Aber das muss doch jetzt besser sein für mich. Ja, natürlich mit der Struktur. Kann mir doch keiner was erzählen. Springer E3. C3. Tack. Hochieren wir mal lang. Turm E1. Einmal A4, damit ich hier schön den nach C4 stellen kann. Ja, ist ein bisschen besser, aber okay, macht so. Nach E4 würde ich eigentlich auch gerne, wenn ich könnte. Okay, F3. So, jetzt macht er auch noch H5. Okay, versucht es mir schwer zu machen, auf meine Wunschfelder zu kommen. Aber wir kommen da schon hin. Wir kommen da schon irgendwann. Früher oder später kommen wir da hin. Jetzt hat er C4, ne? Das muss ich ihm ja nicht geben. C4. Das muss nicht sein. König B7, was hat er vor? Was hat der Junge vor? Okay, spielen wir mal C4. Ah, Springer B4 Schach. Nee, C4 war nicht gut. Das war nicht gut. Obwohl, König C3? Es geht vielleicht sogar noch. Sieht aber sehr gewagt aus. Sieht sehr gewagt aus. Aber vielleicht geht's. Vielleicht geht es, Freunde. Vielleicht konnte ich mir das erlauben. Und er muss jetzt einfach alles abtauschen. Wobei, selbst dann weiß ich nicht, ob ich. Ja, Gewinnchancen habe ich bestimmt, aber ich weiß nicht, ob es reichen wird. Ja, jetzt sind wir hier. Ja, vielleicht Läufer G5. Probieren wir mal. Und jetzt Springer F7, Springer E5. Okay, jetzt habe ich einen gewonnen, das ist schon mal gut. Ich gewinne ich noch einen? Nee, noch nicht, aber. A4. Springer D3 sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Das gefällt doch. Jetzt ist er schön passiv. So gefällt er mir. Schön passiv steht er. Aha. Jetzt gibt er schon auf. Oh, das ging ja schnell. Das ging ja schnell. Okay, machen wir noch eine. Komm. Machen wir noch eine, weil es so schön war. Da sind die 2-7 wieder da. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Springer D4. Okay, der scheint das alles zu kennen, so schnell wie er spielt.
Ich kenne das eher weniger. Machen wir mal H6. Obwohl, das ist wahrscheinlich einfach nur eine Schwächung. Das hilft jetzt nicht so sehr. H6 hätte ich mir sparen können. Jetzt schiebt er alles nach vorne, okay. Ja. Ich habe ein bisschen Angst. G5, tak, tak. Dame C5. Dann ziehe ich wahrscheinlich gleich mit H5 vorbei. Sonst wird mir das hier too much mit seinen Bauern. Kann natürlich auch G schlägt H6 spielen. Das sieht auch leider gut aus für ihn, das Endspiel. Obwohl, ja, ja, es sieht schon gut aus, das Endspiel. Ach, G schlägt H6. Ich würde G schlägt H6 machen. Schachmatt verpasst, sagt Serkan. Habe ich? Eben oder was? Kann man nichts machen. E5. F5 macht er. Okay, gut. Müssen wir auch mal hier ein bisschen was probieren, oder? B5. Bisschen selber Bauern nach vorne ziehen. Er soll da nicht der Einzige sein. Aber jetzt hat er mir das Feld gegeben. Das kann doch nicht gut sein. Will er so machen? Ja, Läufer G6 sieht zu gut aus, als das nicht zu spielen. Springe E2, vielleicht Dame C4. So, hier wollte ich sowieso hin mit der Dame. Passt mir gut. Passt mir gut rein in meinen Kram. B4 ist in der Luft. Hat sich alles ganz gut entwickelt, würde ich mal behaupten. Ja. Nehmen wir. Thron hier. Springer G3. Hatte ich nicht auf der Rechnung. Aber gut, Dame E3. Turm E2. Aber dann mache ich Turm C2. Ich habe es jetzt nicht groß durchgerechnet. Wird schon klappen. Wird schon schief gehen. Nee, wird schon schief gehen. Turm schlägt Turm A2. So, und jetzt Turm C8 einfach, oder? Schlagen. Turm C8. Das könnte auch auf der Stelle gewinnen. Schach. Ach so, nee. Nee, dann Turm C8. Was will er denn machen nach Turm C8? Springer F5 geht nicht. Doch, Springer 5 geht. Nee, geht nicht. Dame H3. Hier fühle ich mich sicher auf H7. Sehr sicher. So, jetzt ist der gefesselt und der Turm hängt. Das ist too much. Das ist too much. Er gibt auf. Schön. Mal will noch eine kommen. Eine geht noch. Komm. Komm, Outknock. 1, 2, 3, komm. 1, 2, 3, ab geht's, ab geht die Post. So, jetzt kann ich meine neue Lieblingsvariante spielen hier. Freue ich mich schon drauf. Meine neue Lieblingsvariante. So, ich vergesse immer hier die Reihenfolge dazu. Ich glaube erstmal B5. Springer B4. Oder war es erst das Schachgebot? Vielleicht war es auch erst das Schachgebot. Das ist jetzt auch schon wieder heißer Scheiß, sag ich mal. Es ist heißer Scheiß. Dame G6, glaube ich, ist der Zug. Ach, keine Ahnung. Wer weiß, was hier los ist.
Okay, F6. Okay, ich habe eine Figur mehr, aber er hat diese Bauern. Aber hier. Das sieht tendenziell ja eigentlich ganz gut aus für mich. A4, A5. Aha, den hat er noch. Okay. Ja. Irgendwie noch nicht so ganz klar. Aber das muss doch gut sein für mich. Nur wie? Nur wie genau? Der hängt auch latent. Tja. Okay, machen wir erstmal Läufer 4. Hoffen wir, dass die Bauern nicht zu stark werden. Läufer D5, Läufer G3. Ja, die Bauern nicht. Ja, ich habe Angst. Ich habe Angst vor diesen Bauern. Ich habe Angst. Und vor den Läufern. Vor den Läufern habe ich auch Angst. Ich weiß gar nicht, wovor ich mehr Angst habe. Vor den Läufern oder vor den Bauern oder vor beidem? Schach. Freunde, Freunde, worauf haben wir uns hier wieder eingelassen? Heiße Kirsche. Alex, ja, genau. Das ist leider ein guter Zug. Leider, leider. Oh, leider ein sehr guter Zug. Der mir ein bisschen die Sprache verschlägt. Ach, wir spielen ja ohne Zeitaufschlag. Eieiei. Jetzt muss ich mich aber ranhalten. Aber warum habe ich das zugelassen? Ich habe doch gesehen, dass das so kommt. Aber vielleicht kann ich das. Nee, das geht doch bestimmt nicht. Ah. Ein König auf Abwägen. Ein König auf Abwägen. Eieiei. Auf der anderen Seite? Why not? Sage ich mal. Why not? Oh, meine Zeit. Oh Gott. Gepennt. Ich habe gepennt. Why not? Huch. Jetzt gibt er erstmal einen Schach. Jetzt will er mich matt setzen, oder was? Was will er? Turm B2. Der will mich echt matt setzen, glaube ich. Der kleine Schlingel. Die Schlingeline. Die Schlingeline. Ja, das war jetzt aber. Ach so, jetzt schlagen König B5, oder was? Nee, okay. Ach nee. Ja, naja. Ah, komm, eine noch, komm, eine noch. Eine noch, komm. Ich habe das Gefühl, gegen den Typen läuft es eigentlich ganz gut. So, im Großen und Ganzen. Obwohl diese Variante lief eigentlich so semi-gut. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt nochmal gespielt habe. Aber ist ja auch egal.
Einmal geben wir uns diesen Spaß noch. So. Ja, das ist ja wieder so ähnlich. Ähnliche Geschichte hier. Wer es gesehen hat, Krishu Giri war auch dieser Störungstyp. Und da hat Giri mit Schwarz verloren. Das ist irgendwie nicht so leicht, was zu machen. Turm 1. Ich weiß auch immer nicht so genau, was ich hier machen soll. G6 ist auch so eine Schwächung, bin ich mir nicht sicher. Ja, ist wahrscheinlich unnötig, solange er nicht Springer 5 droht. Muss man sagen. Er macht wieder denselben Käse, ne? Macht wieder genau dasselbe. Und was mache ich? Ja. Ich habe irgendwie auch nichts zu bieten. Ich will nicht auf D4 schlagen. Da muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen. Aber jetzt kann er Springer D5 machen. Das sieht auch nicht so schön aus. Muss man sagen. Die ganze Zeit will ich, dass er schlägt, damit ich Springer C5 habe. Läufer H3. Hui, ui, ui. Naja, aber jetzt ist zumindest meine Struktur ein bisschen besser als davor. Und er hat den Läufer nicht mehr. Würde ich mal behaupten, dass mir das ein bisschen hilft. Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Er spielt einfach immer seinen Stiefel, ne? F3. Aber hier? Oh. Ja, zum Glück kann ich einfach H5 machen, ist nicht so schlimm. Hätte er das einen Zug früher gespielt? Ja, E5 habe ich ja auch noch. So schlimm ist das alles gar nicht. Ich war nur ein bisschen geschockt, habe den Zug nicht gesehen. Ach so, ich hätte fast seine Dame gewonnen, ne? Ja, E5 gewinnt einfach die Dame. Oh, ich Holzkopf. Oh Mann. Ich Holzkopf. Das wäre direkt 0-1 gewesen. Naja. Okay. Gut, weiter geht's. Weiter geht's, muss die Partie eben nochmal gewinnen. Springer H3. Leider gut. Leider gut. Ich schiele ein bisschen in die Richtung jetzt. Der steht hier gut, leider. Deckt auch noch F3, ist ungünstig. Den muss ich am besten mal rausoperieren. B3. Springer D3 kann ich mir nicht ganz erlauben, ne? Ja, gut. Bringe mal den Turm rüber. A-Linie. Ja, das sehen wir doch gerne. Ein bisschen in die Passivität. Springer, der nervt. Jetzt deckt er ihn auch noch. Okay, jetzt geht es eh vor allem um die Zeit. Und da bin ich aktuell vorne. Ja, gut. Okay, kommen wir mal hier rein. Aber das war's doch. Tack. Das war's, mein Lieber. Ja, es reicht. Es reicht. So, jetzt haben wir jetzt 2-7-10. Da schließe ich mit einem Stream-Rekord ab. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt.
Bis zum nächsten Mal.